Alle, die nicht leid, ist das Minden. Wie kann mir die denn nachher hat aus meinem Hund? Die frisst. Alles gut? Ich sehe an Laufkleidung, an Schkilo laufen. Und noch gehe ich trainieren und dann holen wir schon. Ich mache von Haus steht der Beintraining an. Und wenn du strengend gehen, ich bringe meinen Coach aus da. Hallo! Ihr seht, ich bin im NRW. Ihr doch gesehen, ich war gerade laufen. Ich habe schon andere Tage gefrühstückt, da sind ich NRW an der Fitness. Ich habe gehen Bein trainiert. Beine, Beine, Beine. Und ich filme in der Stadt. Das wird anstrengend gehen. Aber das tun wir ja gerne. Also es steht heute nicht mehr viel für mich im Programm, weil nur im Training geht es schaffen. Bis zum Abend nicht. Und dann geht es ins Bett. Voilà. Ernährungstaschen, ich habe sich ein bisschen etwas geändert. Wir fahren noch eine Woche lang low. Low Carb, das heißt, wirklich nur Kohlenhydrate für im Training, nur im Training, dass das aufgedeckt ist. Ja, für den Rest müssen wir ein bisschen am Zahn beißen. Aber wir haben ein Ziel, nach 4 Wochen, also 3 Wochen an, und auf dich. Ist das richtig? Ich muss dann gucken. Wir schmecken noch 4 Wochen. 4 Wochen vegan, müssen wir am Ende. Ja, 3 Wochen voll auf dich. Bitte! Geht schon umso sehr. Nee, ich hoffe, dass ich ein bisschen etwas gemacht habe, körpertechnisch. Weil ich sonst wahrscheinlich schon in der Bühne gehen muss. Ich habe nicht wirklich die 4-5 Kilo da raufkriegen, die ich will. Und ich effektiv da noch mein Fettpolster dann im hintersten Bein bleiben, dann kann ich in der Bühne, weil das kein Wert. Voilà. Aber ich sie gewollt. Gaffs gehen. Ich weiß, dass ich nach 4 Wochen viel kann machen kann. Dafür trappen wir schon. Und, durch, was geht. Voilà! Das war's von meiner Seite. Ciao, ciao! Aber was das war. Und zwar habe ich statisch Lunge gemacht. Mit Gewicht. 10 rechts, 10 längs. Und dann direkt 10 Squatten mit 40 Kilo. Ich schlage 60 Kilo. Voilà. Und das 4 Mal. Ich war so fragt während dem den Exercice. So, Mann, dass ich komplett vergessen zu filmen. Ja, könnt ihr. Voilà, das war es. Hallo von meiner Seite. Und wir sehen uns bis spät. Ciao, ciao. Hallo, die Live-Leute, willkommen zurück auf meinem Channel. Ja, die hat mein Training gerade gesehen. Und, ich wollte euch auch noch erzählen, wie mir die letzte 1,5 Woche so gegangen ist. Das ist eine Woche, das 1,5 Woche hier seit der Kompetition. Und war nicht einfach.
Ich muss so eine sind last Woche und ich mich ganz ganz schwer bezähmt krit für meine Diät anzuhalten. Ich sind divers Dinge, wo schon die Schokolade angesehen. Lo nicht Masse, ich kann 3 Kilo Schokolade essen, aber mal durchstecken, durchstecken. Ja, das hat mich immens genervt. Das Woche geht es, du sagst, von 3 Dinge und 2 Dinge gut, gut durchgehalten. Mir ist schon mega Hunger. Also, in dem Sinne geht es mir nicht gut, ich bin wirklich, wirklich hungrig. Ja, es hat schon gelobt, da wo nichts gedauert seit der Kompetition. Ich hoffe, es flutscht noch, für, dass ich die nächste Kompetition kann machen kann. Weil ich will doch schon besser auf ihn gehen. Also, Ziel ist es ja immer, sich ein bisschen zu verbessern. Und wenn ich vier Wochen hält, dann muss ich gucken, nicht besser rauszuziehen. Boah. Ich bin mal gespannt, was ich in den vier Wochen packen. Fakt, dass es sind. Den Tag nur der Kompetition sind ich einen Bodyscan machen gegangen an der Luxfit-Ableitung. Die haben einen In-Body-Wo hier steht. Die Wo sind noch nicht zu 100% genau. Die Sachen, die zu 100% genau sind, die sind noch wahnsinnig teuer. Und hier im Land, ich will ja nicht erzählen, wir sind in Lützeburg, gehen die Sachen nicht angeboten. Und ich reise nicht in Amerika für einen Bodyscan zu machen. Dafür habe ich den gemacht, war zwar schon ziemlich genau. Da bin ich gespannt. Auf 4 Wochen gehe ich noch einmal, das ist die Woche, 400 Kompetition, das ist in 3 Wochen, gehe ich noch einmal an den Bodyscan. Und dann. Ja, ich bin wirklich gespannt, was ich da so kurzer Zeit kann tun. Körperfetttechnisch. Ja, mal gucken. Ja, ihr seht. Ich komme aus der Dusche, ich komme vom Training, ich habe schon gegessen. Und dann hoffe ich, dass ich nicht mehr esse, bis ich schlafen gehe. Und dann ist mein Morgen um 4:30 schalte Wecker. Ich habe im Cardio gemacht, schaffen, Training, Cardio, dazwischen essen. Ich versuche mal einfach mein Frühstück mir lange rauszuzögern. Einfach so ein Intermittent Fasting. Nicht als 100%, aber einfach, ich weiß nicht, probieren wir mal, nicht 24 Uhr zu frühstücken. Vielleicht kriege ich dann, weil tatsächlich fängt Hunger an, wenn ich bis gehe. Solange ich nicht esse, dann habe ich sicher keinen Hunger. Schon Lust zu knabbern, ja, aber kein Hunger. Ich probiere das und dann habe ich im Laufenden, ob das geklappt hat oder besser klappt oder auch nicht. Naja, mal gespannt. Drück mal Daumen. Denkt ein bisschen an mich, dass ich das packen. Ich lebe ein bisschen an mich. Auch ich, ich bin ein Mensch. Ja, ich bin nicht zu 100% immer an der Runde. Mir fällt es doch immens schwer, zu essen. Muss ich ganz ehrlich zugehen. Ich bin so ein langweiler Esser. Das ist schon mal langweilig, als dann essen ich gerne. Ich will mal auch ein Kilo Knatsch kaufen, für ich habe so einen Zahnhund. Mal langweilig, als ich auch bisschen Zero-Gedrängs kaufen, ja, das ist nicht super gesund mehr. Voilà, bisschen Süßes. Wird gelöscht. Ja, na gucken wir. Gucken wir, was die nächste Woche bringt. Aber die halbe Woche hast du noch. Das ist schon eine halbe Stunde. Das ist noch fertig. Die fertig, die beißt mal auf 10. Ich probiere mich zu rappen. Ja, und dann. Hören wir uns. Bis demnächst. Ciao, ciao.